Herzlich willkommen bei Episode 15 von Let's Play Omicron The Nomad Soul. Eine kurze Ankündigung, bevor es losgeht. Wie ihr seht, ich habe jetzt endlich meine Full-HD-Webcam dazu gebraucht, auch wirklich in Full-HD aufzunehmen und nicht wie beim letzten Mal in 320x240. Das war ziemlich blöd. Eine andere Sache ist die, bei der ersten Hälfte dieser Episode sieht man noch diesen doofen Mauscursor in der Mitte. Den hatte ich vergessen zu beseitigen. Hab dann aber irgendwann eine Pause gemacht, um meine Aufnahme zu checken. Und ja, danach geht's dann halt ohne den Mauscursor weiter. Also entschuldigt bitte diesen blöden Umstand, dass er doch nochmal passiert. Aber gut, jetzt geht's los. Viel Spaß bei Let's Play Omicron The Nomad Soul, Episode 15. So, wir sind hier zurück in der unglaublich riesigen neuen Basis der Erweckten. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich wollte noch Bescheid sagen, dass ich jetzt auf jeden Fall mich noch drum kümmern werde, in diese, naja, anderen Charaktere zu inkarnieren, die wir vorher gesehen haben. Der Typ im Restaurant zum Beispiel. Oh, mein Charakter ist komplett schwarz. Wie kommt denn das? Aufnahmeproblem? Ne, doch nicht. Es ist tatsächlich der Schatten. Ich dachte, das wäre ein Aufnahmeproblem, aber na, hier ist es offensichtlich, obwohl es der offene Platz hier ist, es ist offensichtlich saudüster. Wo fange ich denn mal an? Ach, ich gehe mal einfach hier rum. Also ich wollte mich unbedingt darum kümmern, dass wir noch in die übrig gebliebenen Personen inkarnieren, die der Typ in im Restaurant, wie gesagt, der mit der Brille. Die Lady, die wir in der vorherigen Episode in der Bank in Lahore gesehen haben. Ja. Und es gab sicherlich noch eine andere Person. Und natürlich werde ich auch die Apartments nicht vergessen von den Personen, die ich jetzt inkarniert habe. Sprich, die Lady in dem blauen Kostüm, die wir in der 13. Episode gesehen haben. Und natürlich ihn hier, unseren Wissenschaftler, den wir jetzt gerade steuern. Da schauen wir uns die Apartments auch an. Sind ja beide in Jean Pur, also. Natürlich muss ich mir auch noch das Pergament angucken, das ich jetzt übersetzt habe. Habe ich in der letzten Episode nicht mehr gemacht. Oh, Flyer für ein Geheimkonzert. Würde mich interessieren, ob das jetzt schon wieder ein neues Geheimkonzert wäre. Das wäre cool. Und hier liegen einfach Seetext rum. Wenn auch nur 50. Na gut. Also ich schaue mich jetzt erstmal außen um, bevor ich irgendwelche Türen betrete. Obwohl, ja. Das nächste sind eigentlich nur Türen. Okay, so viel dazu. Erstmal hier rein. Wow. Er sagt selbst, hey, was zum. Ein Tempel. Ein Tempel alten Göttern gewidmet. Oh. Ganz ehrlich, ich krieg schon so eine leichte Gänsehaut hier. Ich hätte viel erwartet, dass er auf mich zukommen würde, wenn ich das Spiel jetzt spiele ohne Vorkenntnisse, aber sowas, was aussieht wie eine völlig andere Welt, hatte ich nicht erwartet. Ja, mein Lebenstrank. Das sind ein paar vertraute Gegenstände hier. Mana-Trank plus 20. Die Statue eines Gottes einer uralten Kultur. Puh, ganz ehrlich, mich kribbelt es wirklich überall gerade. Müssen wir auch noch mal irgendwie hin, aber zuerst die andere Tür. Der Soundtrack ist auch sehr atmosphärisch. Ah, zwei bekannte Personen, sehr schön. Ach Mist, jetzt habe Sehr ich ihm schon den Text interessant. gegeben. Dieser Text beschreibt den Weg nach Hamestagen, die Stadt der Toten. Hamestagen, okay, interessant. Ich habe mal Hamestagan gesagt. Und wie? Sie müssen drei Juwelen zusammenbringen. Die Juwelen von Viagrimuka, dem Gott der Magie. Wo ist der Eingang zur Totenstadt?
Der Text bezieht sich auf Kivan, den Magier. Hier steht, sobald die drei Juwelen wieder vereint sind, müssen sie zu seinem Grab gehen und ihn ins Leben zurückholen. Kivan ist der Wächter der Totenstadt. Er zeigt ihnen den Eingang zu Hamestagan. Wer ist Kivan? Kivan war ein mächtiger Magier. Er ist der letzte Wächter der Stadt der Toten. Er nahm das Geheimnis des Weges nach Hamestagan mit sich ins Grab. Seine Grabstätte liegt im Jahangir Park. Ah, von Jahangir habe ich schon öfters mal Bilder gesehen in anderen Apartments. Als wäre es ein Ferienort oder so. Der einzige Wo sind Hinweis die Juwelen? deutet auf das dritte, das rechte Auge des Gottes. Hier steht, es ist immer noch am Grund der Irmali-Quelle. Irmali-Quelle? Wo ist die? Ich kenne keine Quelle mit diesem Namen. Aber es gibt einen Irmali-Platz in diesem Sektor. Vielleicht sollten Sie sich den mal ansehen. Ja, den haben wir uns ja schon angeschaut, aber eine Quelle dort? Ich bin mal gespannt. Warum will Reshef den Weg nach Hamestagan finden? Reshef weiß, das Buch von Naut liegt in Hamestagan. Wenn er es besäße, wäre seine magische Macht fast grenzenlos. Es würde ein Gott aus ihm, ein Gott des Bösen. Stimmt. Kann ich natürlich das Pergament, glaube ich, nicht mehr lesen, ne? Nee. Ich lade gleich nochmal den Speicherstand und lese das Ding vor. Jenna sagt auch nichts und Darkova habe ich auch nichts Neues zu sagen. Ach, kann man nicht mal durchgehen. Da ist noch eine Tür. Und sind das hier Schränke oder so? Mana-Trank plus 30. Schade, das sah wirklich aus, als wären das Schränke oder Türen oder sowas. Da oben würde ich natürlich gerne noch hin. So viele Türen, die würde ich gerne eigentlich alle betreten. Naja, ich lade nochmal ganz kurz den Speicherstand, dass wir uns das Pergament nochmal durchlesen können. Ich werde es diesmal so machen, dass ich das Pergament, was ja eigentlich flackert, als Standbild hier einfüge, anstatt als Videoaufnahme. Sekunde. So, den vorherigen Speicherstand wieder geladen und jetzt schauen wir uns das Pergament mal an. Traduktek-Übersetzung untersuchen. Wer kommt, die Ruhe der Toten zu stören, in der geheiligten Totenstadt zu Hamestagan? Muss die drei Juwelen Vajagrimukkas vereinen. Die ersten zwei, in den Wirren von Kobalt verloren, sind möglicherweise noch immer auf dieser Welt. Das dritte, das rechte Auge des Gottes, es ruht noch am Grunde des Irmali-Quells. Sind die drei Steine erst einmal vereinigt, muss man zum Tempel von Kivan, dem Magier, gehen. Dort erflehe der Suchende den Segen der Toten, indem er den Magier Kivan ins Leben zurückholt. Ah, okay. Ja, dann gehe ich doch jetzt erstmal wieder zurück, würde ich sagen. Und bevor wir tatsächlich die Stadt der Toten aufsuchen, reinkarnieren wir doch.
kann mir übrigens auch gut vorstellen, dass dieser Zugang hier vorher gar nicht so aussah, sondern es war ja ursprünglich mal geplant, dass hier noch Sliders herfahren. Ich kann mir also gut vorstellen, dass es mal irgendwann geplant war, dass man mit einem Slider in dieses neue Versteck der Effekten fährt. Jetzt ist es natürlich alles ein bisschen anders. Also ich werde jetzt hier erstmal rein. Zum Multiplan und schauen, dass ich alles, was ich besitze, hier ablagere. Auch natürlich den Apartmentschlüssel dieses Wissenschaftlers. Jetzt habe ich natürlich auch noch sehr, sehr viel Geld. Ne? 970 Setex immer noch. Dann kümmere ich mich jetzt erstmal darum, dass ich die investiere in irgendetwas. Denn das können wir immer noch zur Hälfte des Geldes bei einer Bank wieder verkaufen. So, wie ihr seht, habe ich mich jetzt auf den Weg gemacht zum Restaurant. Ich habe mal kurz das rausgeschnitten, weil die Laufwege einfach zu lang sind. Und wir wollen ja nicht die kostbare Zeit verschwenden. Das heißt, hier kann ich mich nämlich gleichzeitig darum kümmern, das Geld in etwas zu investieren. Und ich kann gleichzeitig reinkarnieren. So, jetzt habe ich das komplette Geld in Essen investiert und werde nun den Herrn hier inkarnieren. Der Reinkarnationszauber hat gewirkt. Jetzt besitze ich einen neuen Körper. Schauen wir mal, er heißt Zeuma und sein Apartment ist Imali Platz 66 in Lahori. Können wir uns also direkt anschauen. Er hat nur 15 Setex, aber mal schauen, was so seine Daten sind. Er ist 33 Jahre alt, 1,82 groß, 87 Kilo schwer, Augenfarbe grün. Beschreibung: stets sehr elegant, oft pleite, unverbesserlicher Berufsspieler. Hat zum Schutz bei Streitigkeiten in Bezug auf Spielergebnisse den Waffengebrauch erlernt. Kein weiterer Beruf bekannt. Mag Frauen, Spielen, Alkohol, Partys. Hasst den Morgen, Ordnung, gesagt zu bekommen, was er tun soll. Klingt meines Erachtens nach einem ziemlichen Tu-nicht-gut, aber was soll's. Er läuft doch schon so mit den herabgelassenen Armen, den hängenden Schultern und so. Schauen wir uns doch erstmal seine Wohnung an, genau. So, ich habe mal wieder einen kleinen Schnitt gemacht, weil, wie gesagt, die Laufwege. Ich finde es übrigens immer wieder sehr schön, wie viel Mühe sich die Entwickler gemacht haben mit all den verschiedenen Charakteren. Das macht die Welt so plastisch. Und wie gesagt, man könnte theoretisch eine ganze Kurzgeschichtensammlung aus Omicron herausbringen, wo die verschiedensten Leute die verschiedensten Erlebnisse machen. Wenn ich bloß eine Möglichkeit hätte, sowas in der Richtung zu programmieren, dann würde ich auch irgendwelche Fangames machen. Aus der Sicht von verschiedensten kleineren Charakteren, die wir aus dem Hauptspiel hier kennen, aber ich habe leider, wie gesagt, keine Ahnung, wie ich sowas machen sollte. Und Apartmentschlüssel benutzen. Ja, die übliche Konstruktion. Schauen, was wir hier finden. Yuki. Klar, er trinkt gerne. Shamsteak. Sehr teuer. Aber das leistet er sich wohl offensichtlich. Ganz an der Toast. Clubsbier. Oh. Und hier hat er gar nichts. Ne. Auch in der Dusche befindet sich nichts.
Da ist noch die Lampe auf dem Boden. Da ist was. Doppelwaver. Und Munition dafür. Er muss sich halt zur Wehr setzen bei seiner Lebensweise. Und da ist auch nichts drin. Na gut. Sein Apartment haben wir also abgehakt. Also viel mehr brauchen wir als dieser Charakter jetzt auch nicht machen. Daher inkarnieren wir dann einfach in die nächste Person. Also auf die Bank. Ich schau mal kurz, wie viel Mana wir haben. Ach, 70, also genügend zum Inkarnieren. Habe ich sonst noch irgendetwas? Ja, ich werde noch eben einen Sneak leer machen, ob es jetzt nötig ist oder nicht. So, schauen wir mal. Plume, okay. Ja, ihr Mali Platz 17 in Lahore, sehr schön. 26 Jahre alt, 1,76 groß, 62 Kilo schwer, Augenfarbe blau, trägt gern exzentrische Kleidung und Schmuck, hat als Kind bei ihrem Vater Tarkampftechniken gelernt, mag moderne Kunst, High Society Cocktails, Kupis und vegetarische Küche. Okay. Zurück zum Emali-Platz. So. Sie hat übrigens 260 Setex in ihrem Inventar, also ganz ordentlich. Eine kostbare Vase. Okay. Das grüne Buch, Psalmen. Dose Quanta Cola. Die Entstehung von X-Band 4 haben wir schon, aber ist ja egal. Und die Entstehung von X-Band 3. Hier aber auch nichts mehr in diesem Raum. Hier befindet sich ebenfalls nichts. Auch hier im Schlafzimmer ist nichts. Und im Schrank ebenfalls. Naja, gut, was soll's. Okay. Man muss ja auch sagen, dass die Leute, die das Spiel gemacht haben, so toll die Kleidung dargestellt haben. Also, die haben sich so viele tolle Sachen einfallen lassen, was die exotische Kleidung von Omicron angeht. Finde ich immer wieder schön. Gut. So, dann schauen wir uns jetzt einfach mal hier um, würde ich sagen. Denn wir müssen ja jetzt diese Quelle finden, die hier irgendwo... versteckt sein muss. Also mich würde ja ziemlich wundern, wenn die irgendwo,
weiß ich, ein Brunnen oder irgendwas wäre oder ein kleiner Teich in der Mitte, wenn ich den noch nicht gesehen hätte. Naja, also hier drumherum scheint wirklich nichts zu sein, ne? Also ehe ich jetzt schwimmen gehe da, werde ich mich lieber mal innen noch umgucken. Vielleicht habe ich da irgendwas übersehen. Ja, was ist denn mit dem hier? Also wenn das ein Brunnen wäre, dann... Gibt es irgendwo einen Zugang oder? Was ist das denn? Eine Landkarte? Sieht aus wie eine alte Karte von Lahore. Sieht beinahe so aus, als wäre das Ding links oben der Emali-Platz, also das Emali-Gebäude, weil es so rund ist. Aber da muss diese Sache ja schon extrem lange existieren. Wenn das so eine uralte Karte ist, dann ist das gar nicht irgendwie futuristisch gebaut in letzter Zeit. Dann ist das ein. Wieso ist das da oben so rot wie bei. Wie bei Astaroths Reich? Naja, gut. Nee, aber dann ist das ja gar nicht so brandneu und toll gebaut, sondern dann ist das hier ein uraltes Gebäude. Wahnsinn. Okay. Schade übrigens, dass man da oben nicht rumlaufen kann, nebenbei bemerkt so. Aber diese Astaroth, Textur, die macht mir schon ein bisschen Sorgen. Ich guck mal auf die wirkliche Spielkarte. Ja, tatsächlich. Das ist der ehemalige Platz. Das ist dann die Bibliothek, okay. Okay, jetzt würde mich natürlich noch interessieren, was diese lilanen Boxen sind. Gucken wir uns auch an den Orten einfach mal komplett um. Wie wär's? Ich glaube fast, ich gehe zu weit, aber. Also, ich gehe zu weit weg von dem Punkt auf der Karte, aber das Teil hier, oder? Ich weiß nicht, was ich damit tun soll. Ja, okay. Ich glaube, ich schreibe es mir erstmal auf. Oder hier unten vielleicht oder so. Vielleicht unten drunter. Ja, da ist doch eine. Krass. Ja, okay. Wieder so ein Zurücksymbol unten. Ja, na komm, raus da. Danke. Ja, interessant. Okay, da war wieder so ein Zurücksymbol. Zwar nur mit einem Streifen, aber ich glaube, das zählt nicht. Also sind die Dinger ziemlich verborgen, ey. Interessant. Aber hier oben ist eigentlich auch nichts, es sei denn, ich gehe da mal rein. Hier mal um, ist hier irgendwo so eine Wand zum Benutzen oder so.
Ja, da. Wahnsinn. Okay. Interessant, auf jeden Fall. Nichts passiert. Genügend Energie. Okay, dann fehlt mir doch jetzt nur noch eins. Ach so, ja, okay. Also am Bankgebäude. Interessant. Das wird leicht. Hier irgendwo, da. Oh, doch nicht. Na gut, vielleicht müssen wir wieder tauchen oder so. Ah, würde mich gar nicht wundern. Wieso habe ich da eigentlich. Wieso bin ich da eigentlich noch nie getaucht? Ha! Wie ich es wusste. Witzig. Jetzt darf ich natürlich. Muss ich mir anschließend aufschreiben. Ich darf jetzt nicht zu sehr hier unten bleiben. Ach, ich wollte eigentlich nicht tauchen, ich wollte eigentlich nicht weiter schwimmen, aber egal. Okay. Na dann. Ja, was wir mit der Info jetzt anfangen, vielleicht. Da, wo der Brunnen ist, muss ja dann irgendwie, wenn es ein Brunnen ist, ich denke mal, wenn das Ding als Quelle betitelt ist, dann wird es vermutlich ein Brunnen sein oder so. Da ist dann vielleicht irgendwas, irgendein Mechanismus, irgendein Knopf an der Wand oder vielleicht wieder so eine Tafel wie bei dem Eingang zur Gruft unterm Tempel der Erweckten oder unterm Tempel im Versteck der Erweckten. Ja, hier diese Dinger da. Okay. Nur. Das heißt. Ach, das ist. Da ist ja das Ding. Das ist also so ein Play-Symbol. Nur rückwärts halt. Okay, das heißt. Wenn das Ding so ist, dann muss hier das Teil ausgerichtet sein. Ach so. Die dreht man gar nicht. Man drückt nur das Symbol. Okay, dann ist das hier nämlich das da. Soweit ich weiß. Also genau so, und dann haben wir das. Dann muss hier dieses, wie gesagt, dieses Durchschnittssymbol, Querschnittssymbol, was auch immer. Und hier müssen die Wellen. Und das letzte ist nochmal dieses. Da. Hoffentlich war es das jetzt auch. Das war's. Wohin uns der Weg allerdings führen wird, das zeige ich euch beim nächsten Mal. Ich selbst bin sehr gespannt. Wie gesagt, ich kenne es noch gar nicht. Mal schauen. Also, bis dahin, macht's gut. Ciao.